Das Pferd, viel größer und sechsmal so schwer wie ich, lässt sich führen, um Kurven und Ecken, durch einen Stangenparcours, sogar ohne Führung am Halfter. Hier seht ihr meine Lehrerin bei der Arbeit mit ihrem Pferd. Ich habe das auch erlebt. Wieso macht das Pferd das? Ich glaube es nicht. Früher die Reitstunden waren so völlig anders. Es gab Sporen und Gerte und Befehle. Ich hatte immer ein bisschen Angst, das Pferd auch. Und dann erlebe ich, dass das Pferd neben mir läuft, wohin ich will. Schneller, langsamer, stehen bleibt, rückwärts geht, als könnte es Gedanken lesen. Und ich habe den Eindruck, es macht es richtig gerne. Hallo, herzlich willkommen auf Asra Blogt. Ich bin Asra. Heute geht es um Führen und Leiten und Leadership. Wie geht Veränderung? Dass Veränderung nötig ist, darüber besteht ja kein Zweifel. Was veranlasst den Vogelschwarm, die Richtung zu wechseln? Klar, die Vögel weichen aus, wenn ein Greifvogel angreift. Aber auch immer dann, wenn nur ein einziger von ihnen plötzlich in eine andere Richtung fliegt, fliegen sie hinterher. Dann denken die anderen, aha, der hat was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Vielleicht eine Gefahr, besser ich folge ihm. Wer das nicht mitgekriegt hat, folgt den anderen. Das Dumme ist nur, sie folgen auch den Dummköpfen. Bei Fischschwärmen hat man beobachtet, dass der Schwarm auch einem Fisch folgt, der sich aus irgendwelchen Gründen nicht an den anderen orientiert, sondern immer nur so schwimmt, wie er gerade Lust hat. Es gibt dazu Experimente mit gehirnmanipulierten Fischen. Da drängen sich doch zwangsläufig Parallelen zu menschlichen Herrschern auf. Also Veränderung. Wer weiß, wo er hin will und andere mitnehmen möchte, muss sich mit Führung und Leitung und Leadership auseinandersetzen. Und wenn wir eine bessere Welt wollen, ist es nicht egal, wie wir führen. Ich hatte die Idee, dass ich bei der Pferdeflüsterin da mehr darüber erfahren könnte. Als Älteste von fünf Geschwistern war ich oft die Anführerin, manchmal keine gute. Als Kunstlehrerin musste ich es sein. Da stand ich vor der Klasse und sollte den Chef spielen. Wir lasen doch gerade begeistert von Summerhill und antiautoritärer Erziehung, gründeten Kinderläden und Wohngemeinschaften, war mir das unangenehm. Außerdem war ich furchtbar schüchtern, meine Stimme war viel zu leise, mir fehlte jedes Handwerkszeug. Weder im Studium noch in der Lehrerausbildung hatte ich gelernt, die Dynamik einer Gruppe zu verstehen und zu steuern. Nun ist das ja so, wenn ich nicht den Boss spiele, übernimmt das der lauteste, aggressivste und rüpelhafteste der Klasse. Also habe ich mir das Handwerkszeug mühsam selbst beigebracht. Trotzdem, irgendwie passte das alles nicht zu mir. Heute weiß ich, dass das System war, in das ich nicht reingepasst habe. Dieses System von Hierarchie und Zwangsgemeinschaft, wo Lehrer und Lehrerinnen die Macht haben, über die Zukunft von Kindern zu entscheiden. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, geht das denn nicht auch anders? Bei den Pferdeflüsterinnen, da habe ich erfahren, dass das auch anders gehen kann mit dem Leiten und dem Führen. Und ich habe erfahren, dass es nicht nur eine Alternative zu Zwang und Angst gibt. Man kann zum Beispiel das Pferd von schräg hinten am langen Zügel führen. Es ist eine Vorbereitung aufs Fahren. Bei der Roundpen-Arbeit führt man aus der Distanz, wie Longieren ohne Longe, und zeigt dem Pferd durch Körpersprache und mit dem Spiel mit Nähe und Distanz, was man von ihm will. Es funktioniert wie in der Herde. Erstens, einmal gibt es da den Leithengst. Er treibt von hinten und beißt, wenn eins ausbüxt. Ihn brauchen die Geführt-Typen, die sich anschließen und klare Ansagen brauchen. Dann gibt es zweitens die Leitstute, die läuft voraus und zeigt, wo es hingeht. Sie ist gut für die, die sich nicht sagen lassen und eine gemeinsame Vision brauchen, der sie folgen können. Dann gibt es drittens, und das hat mich bei der ersten Arbeit mit dem Pferd so überrascht, da war ein Pferd glücklich, sich anschließen zu dürfen, weil es sich mit einem Menschen an der Seite sicher fühlt. Gute Führung heißt, ich muss natürlich erstmal wissen, was ich will, präsent und konzentriert sein und es deutlich zeigen. Aber dann muss ich auch erkennen, welcher Geführtyp das Pferd ist und was es braucht. Außerdem muss ich den individuellen persönlichen Raum mit einbeziehen. Diese Arbeit mit den Pferden kann man natürlich nicht eins zu eins auf Menschengruppen übertragen, aber es gibt Parallelen und man kann sich inspirieren lassen. Ich habe was über Leadership-Modelle gelesen, das finde ich so unglaublich spannend, das muss ich euch erzählen. Es gibt ein Konzept, das hat sich 60.000 Jahre lang ist das entwickelt worden und erprobt worden. Und zwar ein Konzept von Shifting Leadership und Knowledge-Based Organization. Das heißt wechselnde Leitung und wissensbasierte Organisation von Gemeinschaften.
Es wird beschrieben in diesem Buch Treading Lightly von Eric Swaby und dem Aborigine Tex Skewtorp 2006 bei Allen und Unwin erschienen. Da hat sich für mich eine Schatzkammer aufgetan, nach der ich lange gesucht habe. Die ersten europäischen Siedler und Anthropologen beschrieben die Aborigines als primitive Jäger und Sammler, in der Steinzeit stecken geblieben, die keine Kleidung, keine Gebäude, keine Landwirtschaft kannten, keine großartigen Erfindungen und Werkzeuge hatten, keine Kultur, nicht mal Anführer. Die Europäer haben nichts verstanden. Kleidung war eher hinderlich und ungesund in dem Klima. Häuser hatten die Aborigine sehr wohl, wenn sie welche brauchten, und ihre Landwirtschaft war so differenziert, klug und naturnah, dass die Europäer sie gar nicht erkannten und dachten, so sähe die Natur dort aus. Die Landwirtschaft der Aborigines war so naturnah, dass sie seit 60.000 Jahren den Boden und die Natur erhalten hat, statt sie zu zerstören. Später mehr davon in einem Extrablock. Ihre Kultur hat zwar keine Kathedralen, Festungen und Paläste hervorgebracht, stattdessen haben sie aber 60.000 Jahre Zeit dafür genutzt, um immaterielle Kathedralen zu bauen. Sie haben ihre Kommunikation, ihre Spiritualität und die Organisation ihrer Gemeinschaft entwickelt und verfeinert. Natürlich haben sie Anführer, aber nicht einen, sondern viele. Jeder und jede kann Anführer und Anführerin sein. Ich erzähle das im Präsens, auch wenn viele der Traditionen vergessen sind oder zerstört wurden. Anführer, Anführerin ist, wer in der Situation das meiste Wissen hat. Das heißt, jede und jeder kann führen und geführt werden. Ein gutes Mittel gegen persönlichen Machtmissbrauch. Wissen wird hoch respektiert. Respekt gegenüber einer Person bedeutet bei den Nungabara nicht Bewunderung oder Gehorsam gegenüber Höhergestellten, sondern Respekt bezeugt, wer sich dem anderen zeigt, wie er ist. Da steckt so eine tiefe Weisheit drin. Weil sie keine bzw. wechselnde Chefs haben, haben sie auch keine Hierarchie, keinen Adel, keine Kasten, keine Könige, die ihre Vorherrschaft verteidigen müssen. Weil sie ein Gesetz haben, das es verbietet, Menschen aus anderen Stämmen zu bestrafen, kennen sie keine Blutrache und Stammeskriege und brauchen keine Soldaten. Weil jeder Mensch Zugang zu spirituellem Wissen und Erfahrung hat, brauchen sie keine Priesterkaste. Weil sie wenig materiellen Besitz haben, beziehungsweise auch weil Besitz geteilt wird und für sie eher Verantwortlichkeit und Bürde bedeutet als Bereicherung, brauchen sie keine Polizei. Diese ganze Hierarchie kennen sie nicht. Trotzdem hat jede und jeder in der Gemeinschaft seine und ihre Rolle, die vererbt wird, aber auch erworben werden kann. Gericht halten die verschiedenen Gruppen untereinander, und zwar nach dem Konsensprinzip, wie alle Entscheidungen, die die Gemeinschaft betreffen. Das kann manchmal Wochen dauern, die Zeit nehmen sie sich. Daraus ist unter anderem das Dragon Dreaming entstanden, das ich in einem anderen Blog beschrieben habe. Die Stämme untereinander waren durch ein kompliziertes Heiratsvermittlungssystem miteinander verbunden, das sicherstellte, dass in jeder Gemeinschaft mehrere Nachbarstämme vertreten waren. Die Liebesehe gab es zwar, sie war aber die Ausnahme. Dieses komplizierte Beziehungsnetz wurde von den Frauen verwaltet. Man vermutet, dass sie dafür die Schrift erfanden, die man auf zylindrischen Steinen eingraviert fand. Mein Bruder, der in Australien lebt, der hat mir erzählt von Freunden, die haben eine Galerie ins Leben gerufen für Aborigine-Kunst. Und die waren völlig verzweifelt. Sie mussten diese Einrichtung an einen Nachfolger übergeben, der von der Verwaltung bestimmt war. Und sie waren da noch mal jetzt noch mal gewesen. Und da ist alles völlig den Bach runtergegangen. Die ganze Einrichtung war geklaut, wie sie sagten, inklusive zwei Autos. 50 Leute waren in die Galerie eingezogen und der Kunstmarkt ist völlig zusammengebrochen dort. Sie haben erzählt, es wäre immer schon schwierig gewesen. Die Aborigine hätten keinen Eigentumsbegriff. Sie würden alles teilen. Wenn zum Beispiel eine Malerin 3.000 Euro für ein Bild bekommen hat, dann kommt sie eine Woche später, ist sie wiedergekommen und wollte Geld haben, weil sie alles verteilt hat an die Familie oder an die Gruppe. Und Dienstwagen würden zum Beispiel auch geteilt. Die würden auch an andere verliehen, die vielleicht gar keinen Führerschein haben und die natürlich dann kaputt fahren. So haben sie das erzählt. So, ich habe aber jetzt über die Aborigine-Traditionen gelesen und da habe ich mir überlegt, dass sowas wie Entwicklungshilfe doch eigentlich ganz anders aussehen müsste. Nämlich, wir müssten zu den Aborigine gehen und sie fragen, also wir Europäer, wir müssten sie fragen und bitten, könnt ihr uns vielleicht mal sagen, wie das geht, 60.000 Jahre im Frieden zu leben, ohne Krieg und im Einklang mit der Natur, ohne sie zu zerstören?
Wir müssten sie bitten, uns zu sagen, was wir tun können, dass diese Traditionen wiederbelebt werden und dass sie für alle nutzbar werden. Das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Ich habe noch einen schönen Ausblick aufs Thema entdeckt, und zwar in der Gegenwart und nicht so weit weg. Da habe ich was gefunden, was mich erinnert hat an das, was ich in Trading Lightly gelesen hatte. Was brauchst du, damit du tun kannst, was du willst? Diese Frage an die Mitarbeiter bezeichnet ein neues Konzept von Leadership und ist auch der Titel des Heftes über neue Arbeit, der Edition Brand 1. Erster Jahrgang, Heft 2, Oktober, Dezember 2018. Ein Heft zu, Zitat, Unternehmertum, Führung und Organisation und all dem, was die Begriffe so schwierig macht, Zitat Ende. Aus dem Vorwort von Susanne Risch, Seite 1. Einiges davon erinnert mich total an das, was ich bei Trading Lightly gelesen habe. Das ist so aufregend, das verändert sich gerade ganz viel. Und es tut sich was auf der Welt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal.